a shady road where the shadows of death follow me every place I go. I guess it kinda makes you cold when the devil tries to break you so he can take your soul. I stare at the ground, cause I'm being crushed by these heavy burdens I carry around. And the weight on my shoulders is tearing me down. But I know you're looking after me up there in the clouds. And I sinned, but the past is done, this is who I have become. I got a heart like Oscar, but a mind like Akalong. God, without you, I'm half as strong. Guide me and God, give me the wisdom and strength I need. And God, help me to make my decisions wisely. And God, open my eyes when Satan blinds me. You can see the pain inside my eyes, but I know you will help me when the time is right. Yeah. I need you to guide me, Lord. Show me what I'm fighting for. I'm trapped and my soul is torn. But one day you'll open doors. I don't wanna lose the war. Hey. Carry me through the storm. Hey. Help me find the light when the time is right. Wenn Ihnen noch was einfallen sollte, rufen Sie mich an. Wie geht's, Mike? Sie lassen niemanden zu ihm. Was willst du hier? Wie meinst du das? Das ist alles deine Schuld. Meine? Wovon redest du? Mike ist doch nur durch dich so geworden. Wenn er das jetzt nicht durchstehen sollte, wirst du damit leben müssen. Sag mir, was passiert ist. Nein. Hat er sich nicht bei dir gemeldet? Nein! Hier. Ich habe der Polizei nichts davon erzählt. Er hat es mir nie verziehen. Hey, Oscar. Pass auf. Es gibt etwas, was du unbedingt wissen solltest. Alles, was ich dir jetzt erzählen werde, ist streng geheim, okay? Wagner und Wolf haben mir ein Angebot gemacht. Ich sollte bei Drogengeschäften mitmischen, ja? Als geeigneten Jungs, Mann. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß, du hast schon immer gesagt, dass das Arschlöcher sind. Und ich wäre wahrscheinlich früher zum Chef gelaufen, oder? Ich habe viel von dir gelernt. Ich weiß, du hättest es auch nicht getan. Was sollte ich machen? Ich spielte mit. Sammelte Beweise und BOOM! Durch meinen Informanten aus der Sunset Bar ist mir das Ausmaß der Sache klar geworden. Ich blieb also an den Männern dran und dann... Schau dir das an. Was ist mit der Hafenpolizei? Hey. Und was sind wir? Die Pfadfinder oder wie? Lassen Sie das unsere Sorge sein, okay? Sie sagen uns, wann die Lieferung im Hafen ankommt. Und wir werden dafür sorgen, dass sie von unseren Leuten abgefangen wird. Hm? 100.000. Für jeden, versteht sich. Wie viele denn? 6. Es erscheint mir ein bisschen viel zu sein. Akalung, bitte. Ich glaube nicht, dass wir hier mit gefälschten Uhren handeln, oder? Das ist schön. Hier ist eure Anzahlung. Ich werde das mit meinen Leuten besprechen und euch den genauen Termin der Lieferung mitteilen, okay? Okay. Wir gehen. Na also,
Jetzt können wir endlich feiern. Ich bin am verdursten. Hey. Was ist? Ich fühle mich nicht ganz wohl bei der ganzen Sache. Hä? Ich liebe diesen Kerl, ehrlich. Du willst doch deiner Mutter helfen, oder? Ja, schon. Aber. Na also. Wo sonst kannst du dann so schnell 100.000 verdienen? Wie kommst du jetzt auf 100.000? Wieso? Hast du den Taubstummen vergessen? Meinst du das ernst? Wir warten, bis er seinen Job erledigt hat. Und dann werden wir uns um ihn kümmern. Sechs Leute. Sechs Leute, Mann. Und dieser Kerl, den du da gesehen hast, dieser Ackerlund. Schon so einen Namen gehört? Schreib dir diesen Namen auf. Und Oskar, eins noch. Die wissen nicht, mit wem sie es zu tun haben, ja? Ich hoffe, ich kann dir das alles nochmal persönlich erklären. Diesen Namen auf. Und dieser Kerl, den du da gesehen hast, dieser Ackerlung. Schon so einen Namen gehört. Ackerlung. Das sagt genau der Richtige. Das sagt genau der Richtige. Ey, ich muss jetzt mal probieren. So, Jungs, ich möchte gleich mal Feierabend machen. Entspann dich. Ist das letzte Spiel. Okay. Und so gewinnt man. Oskar. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mitspiele, oder? Wenn du unbedingt verlieren willst. Aber ein bisschen überrascht bin ich schon, dich hier zu sehen. Da haben sie jetzt auch in Hannover rausgefunden, was für eine Nervensäge du bist. Nein. Ich bin wegen Mike hier. Ja, schlimme Sache ist das. Aber so ist der Job. Ihr seid ja richtig besorgt. Ja klar, was hast du denn erwartet? Er ist auch unser Freund. Ja? Wie oft habt ihr ihn denn besucht? Naja, wir hatten viel um die Ohren. Du weißt doch, wie das ist. Aber morgen fahren wir bei Ihnen vorbei. Und was macht ihr übermorgen? Hm? Spanische Volkstänze aufführen? Hey, komm runter, Mann. Warum sollten wir dich anlügen? Oh, da gibt es viele Gründe. Aber der wichtigste lautet, ihr seid Arschlöcher. Ihr macht doch so gerne Geschäfte, nicht wahr? Hier kommt mein Angebot. Ihr sagt mir, wo ich ihn finde. Und diese Aufnahme wird niemand zu sehen bekommen. Keine Ahnung, wovon er spricht. Mehr müsst ihr nicht sehen. Wo ist er? Woher wissen wir, dass das niemand gesehen hat? Ich versuch's anders. Ich gehe damit zum Chef, zeige ihm die Aufnahmen und anschließend zu euch, um zu verhandeln. Das macht doch keinen Sinn. Welche Garantien haben wir? Ich bekomme ihn. Ihr den Stick.
Heidekoppel 22. Schick ihm eine Nachricht. Ja. Hey, Sie! Was ist? Hauen Sie ab! Los! Wo sonst kannst du denn so schnell 100.000 verdienen? Wie kommst du jetzt auf 100.000? Wieso? Hast du den Taubstummen vergessen? Meinst du das ernst? Was soll der Scheiß? Weißt du, wie spät das ist? Ich wette, das hätte bis... Was zum Teufel? Warum lebt dieser Wichser noch? Ich bin mein Geil. Der Spinner kann ja sprechen. Du bekommst dein Geld, wenn du deinen Job erledigt hast. Das hab ich schon. Einen anzuschießen und den anderen zu verprügeln, das nennst du erledigt? Bring das zu Ende. Was ist? Na? Geht euer Plan nicht auf?
nicht fasse! Willst du noch irgendwas sagen? Da musst du dich schon entscheiden. Findest du das lustig? Ja. Denn egal, wie das hier endet, ihr seid am Arsch. Ach ja? Nein, Schwachsinn. Das Arschloch blufft. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Angenommen, du hast recht. Und ich bluffe. Dann würde ich gerne nur noch eine Frage stellen. Erzähl. Wer ist Michael Ackerlund? Ich meine, habt ihr es überprüft? Dein Alleingang war ziemlich dumm von dir. Du hättest fast die Arbeit vieler Kollegen hier zunichte gemacht. Weiß sonst noch jemand von deinen Ermittlungen? Nein, auf gar keinen Fall. Das sollte auch so bleiben. Wer sind Sie? Michael Bruns. Für deine korrupten Kollegen, Herr Ackerlund. Wir können Typen wie dich bei der Antikorruptionsabteilung gut gebrauchen. Ackerlund. Fuck. Fuck! Die Scheine, die ihr bekommen habt, sind markiert. Und die schwarze Kugel fällt ins Loch. Alles klar! Das Spiel ist vorbei. Ja. Tommy, leg die Waffe weg! Leg sie weg! Tommy, schau mich an! Schau mich an! Sag ihnen, er soll sich umdrehen! Fuck! Fick dich! Fick dich! Na los! Tu es! Tu es! Beugen mir nicht! Hallo. Guten Tag. Oh, ist es okay? Unsere Patienten bekommen wirklich besseres Essen. Ich weiß, aber mein Kumpel steht auf diesem Fraß. Okay, dann drücke ich noch mal ein Auge zu. Danke. Zu wem möchten Sie denn? Mike Hollmann. Bitte warten Sie hier. Was? Was ist los? Einen Augenblick, bitte. Darf ich fragen, wer Sie sind? Natürlich. Oskar Majewski, Kripo Hamburg. Können Sie mir sagen, was los ist? Herr Majewski, tut mir leid, Herr Hollmann ist heute Nacht verstorben. Möchten Sie vielleicht ein... Nein, nein, ich bin Polizist da. Ich kann sowas ab. Herr Doktor, wir brauchen Sie auf Station 4. Ja, ich komme. It's time to go away.
Dear Lord, I'm walking down a shady road where the shadows of death follow me every place I go. I guess it kinda makes you cold when the devil tries to break you so he can take your soul. I stare at the ground cause I'm being crushed by these heavy burdens I carry around, and the weight on my shoulders is tearing me down. But I know you looking after me up there in the clouds. And I sin, but the past is done, this is who I have become. I got a heart like Oscar but a mind like Akalong. God, without you I'm half as strong. Guide me, and God, give me the wisdom and strength I need. And God, help me to make my decisions wisely. And God, open my eyes when Satan blinds me. You can see the pain inside my eyes, but I know you will help me when the time is right. Yeah, I need you to guide me, Lord. Show me what I'm fighting for. I'm trapped and my soul is torn, but one day you'll open doors. I don't wanna lose the war. Hey. Carry me through the storm. Hey. Help me find the light when the time is right. So who do I trust? So many people wanna see me fail, lose and give up. I've had enough. Enough of these liars and rats. The ones who put so many knives in my back. The ones who made me feel like I'm a collapse. Sometimes it feels like the good me died in the past. Appreciate the time I still have, cause life is too fast. I gotta watch out when the devil tries to attack. I don't regret a thing, that's the way I feel. I forget the pain, like I made of steel. I need to get away, so I take the wheel. I'm gonna let the rain wash away my guilt. God, I don't know where my life is headed.